des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tägliche Vorbereitung zu jedem Tag der Novena. Maria Rosa Mystica, duftende Rose der Mystik, herrliche Blüte des übernatürlichen göttlichen Erkennens, der Reinheit und blendende Schönheit, des strahlend leuchtenden Glanzes, der Kraft und überwältigend beseligenden Liebe. Wir knien vor dir, zu beten, zu schauen, zu hören, dein Bild, deinen Duft so lange zu betrachten und in uns aufzunehmen, bis wir vor allem in uns selbst etwas von deinem makellosen, reinen und vollendeten Wesen aufgenommen haben, dass wir nicht mehr nur oder vor allem um deine Gaben bitten, um Heil und Hilfe für Leib und Seele, sondern um dich selbst. Dass wir selbst zu deinem Bilde werden, feinhörig und aufmerksam auf jedes deiner Worte, die du gesprochen hast, nicht nur in der Vergangenheit, sondern immer häufiger und beschwörender in der Gegenwart. Wir wollen nicht nur immer reden und betteln, sondern hören und befolgen, was du sagst, was dein Bild selbst schon uns zu sagen und zu fragen hat. Wir wollen hineinhorchen auf deine leise Mutterstimme, wenn sie so zart und tröstend, mütterlich verstehend und mahnend zu uns spricht. Wollen uns deinen Blick öffnen, wenn er in uns hineinschaut, auf den Grund der Seele, deinen Blick aushalten. Aushalten, uns selbst zwingen und nicht gleich wieder sagen, wir hätten keine Zeit. Aushalten unter dem wehmütigen Blick der Mutter, auch wenn wir einmal dabei erröten und unseren eigenen Blick senken müssen. Maria, duftende Rose der Mystik, lass uns also zunächst einmal in uns selbst Einkehr halten und uns prüfen, wie wir selbst vor deinem Blick und Bild standhalten können. Lass uns selbst immer besser erkennen, wo und wie unser eigenes Sein, Denken und Tun dem Deinen widerspricht. Lass uns selbst dir immer ähnlicher werden. Wir wollen uns darum bemühen, das versprechen wir dir von Anfang an. Und wenn wir selbst dein Wesen in unserem eigenen nachzubilden versuchen, hilf uns auch weiterwirken, es weiter strahlen zu lassen, wo immer wir wirken können, besonders für Priester und Ordensleute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gebet zur Rosa Mystica in einem besonderen Anliegen. Maria Rosa Mystica, geheimnisvolle Rose. Unbefleckte Empfängnis, Mutter des Herrn Jesus. Mutter der Gnade, Mutter des mystischen Leibes der Kirche, du bist auf unsere Erde niedergestiegen, um uns Erdenkindern zur Liebe, Eintracht und Frieden aufzurufen. Du forderst uns auf zur Nächstenliebe, Gebet und Buße. Wir danken Gott von ganzem Herzen, dass er dich uns zur Mutter und Fürsprecherin in aller unseren Nöten
gegeben hat. Du Gnadenreiche, hilf mir bitte in meinem besonderen Anliegen. Du hast uns deinen mütterlichen Schutz voller Gnaden versprochen. Ich bin euch immer ganz nahe mit meiner mütterlichen Liebe. Großer Mystiker, Immaculata, Mater Dolorosa, bitte zeige, dass du Mutter bist, Braut des Heiligen Geistes und Königin des Himmels und der Erde. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Erster Tag. Der äußerste Gegensatz der Rosa Mystica, das Allerschmutzigste und Grauenhafteste in der Welt, Schönheit und Hässlichkeit. Zerstörung des Gottes- und Menschenbildes in der modernen Kunst, in Massenmedien, Presse, Radio, Fernsehen. Zerstörung aller Werte und aller Ordnung vor und in der Ehe. In Erziehung und Schule, schamlose Mode, bis zu den äußersten Exzessen, das alles bis hinein in die Kirchen und heiligsten Stätten. Maria Rosa Mystica, wir bitten dich, bewahre uns vor aller Scham und Sittenlosigkeit. Erhalte vor allem uns selbst den Sinn für Gutes und für Gut und Böse und zugleich die Bereitschaft zum Kampf für alles Reine. Wir bitten dich, erhöre uns. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.